Hallo meine Lieben, schön, dass ihr auch diesmal eingeschaltet habt. Heute habe ich auch bekommen mein Paket von meiner Tauschpartnerin, und zwar von Nadja. Pakete habe ich schon bereits ausgemacht, aus den Verpackungen habe ich die auch ausgepackt. Dann zeige ich euch mal, was alles hier in meinem Paket drin ist. Hier habe ich ein Schreiben, die habe ich noch nicht gelesen natürlich. Hallo Aiten, so dein Paket ist fertig zusammengestellt und hoffe natürlich sehr, dass es dir gefällt. Da du schon einen halben Drogeriemarkt zu Hause hast, hoffe ich, dass nicht schon etwas davon vorhanden ist. Ich schreibe dir jetzt nochmal meine Produkte aus und dann steht da halt drauf, was ihr alles für mich zusammengestellt habt. Das will ich euch auch nicht durchlesen. Dann fangen wir mal an. Und zwar, ich habe hier einmal von Maybelline so einen Nagellack mit Glitzer. Und nein, das habe ich zu Hause noch nicht. Das ist die Nummer 265 Wine Shimmer. Und da sind 7 ml drin. Dann habe ich hier einmal Duftminiatur von Guerlain. So sieht das aus. Die habe ich schon bereits zu Hause zweimal, aber ist nicht schlimm. Dann habe ich hier einmal von Shebens Luxusmaske, hat eine Bewertung von sehr gut, mit Gold ist das. Na, so. Da sind 2x5 ml drin. Dann habe ich hier einmal von Pitou Nummer 040 Natural Caramel Make-up, und zwar 100% parfümfrei, natürliche Deckkraft und Feuchtigkeitsspende. Die wollte ich mir bei DM holen und gut, dass ich das nicht geholt habe, sonst hätte ich das zu Hause zweimal. Dann habe ich hier dran einmal von Pitou Sandstyle Polish, und zwar das in Nummer 030 Seduktiv. Da sind 11 ml drin. Die habe ich mir schon letztens gekauft, aber noch nicht benutzt bzw. ausprobiert. Die kann ich ja jemandem verschenken oder eben halt wieder zurück bei DM abgeben. Hier habe ich einmal von Eden Cosmetics Eyeliner. Da sind 5 ml drin. Farbe weiß ich nicht. So sieht das aus. Die habe ich auch zu Hause nicht. Ich weiß auch nicht, wie die sind. Werde ich auf jeden Fall probieren. Dann habe ich hier Beyoncé Pulse 150 ml Parfümdeodorant. So sieht das aus. Na, das kann man schon auch so riechen. Die riecht sehr, sehr, sehr schön süß. Dann habe ich hier einmal von Balea 7 Tage Energiekur. Intensiv belebend für eine strahlend frische Haut. Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Kenne ich überhaupt gar nicht. Dann habe ich hier einmal von Dove Seidiger Shimmer Body Lotion. Für normale Haut. Da sind 400 ml drin. So sieht das aus. Die hatte ich schon mal und die fand ich auch ganz, ganz okay. Und für Sommer finde ich das erst recht sehr schön. Dann habe ich hier einmal von Garnier. Das ist
mal gucken. Das BB-Creme für fettige und Mischhaut, 1,5 ml sind drin. So. Dann habe ich hier einmal Rosé und Jojoba Shower G. Da sind 60 ml drin. Und hier habe ich einmal Lavendel Shower G. Da sind 50 ml drin. So sieht das aus. Dann kann ich euch hier vorlesen, was Originalgrößen sind. Da sollten eigentlich 5 Originalprodukte drin sein. Und ich hatte hier drin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Originalgrößen und 4 mal Goodies. Originalgrößen wären einmal Dove, seidiger Schimmer, einmal P2 Make-up, Full Natural 040 in Karamell, einmal Beyoncé Pulse, Deo, einmal P2 Nagellack Sandstyle, einmal Balea 7 Tage Energiekur, einmal Maybelline Nagellack, einmal Luxusmaske und Goodies wären dann einmal Guerlain, Eyeliner, Garnier BB Creme, Duschgel, Rosé und Lavendel. Vielen Dank, Nadja. Hat mir wirklich sehr, sehr, sehr gefallen. Ich hoffe, mein Paket hat dir auch sehr gut gefallen. Und viel Spaß damit. Dankeschön nochmal und herzlichen Dank. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Yeah, yeah. See a nigga so, my first instinct is to